Herzlich willkommen zurück zu Settlements Survival. Ich wollte mich ja mal erkundigen oder mal ja, in Erfahrung bringen, woran es liegt, dass die Leute hier keinen Bock auf Kinder haben. Und ja, es scheint tatsächlich daran zu liegen. Wieso haben wir kein Salz? Ja, es kann daran liegen, dass die Häuser nicht cool genug sind. Oder schön genug, keine Ahnung. Hier können wir Leute annehmen. Ja, mach mal. Das ist wirklich dann der Grund, dass die Häuser halt, also wir haben jetzt hier so einen Haufen geupgradete Häuser, aber hier oben halt gar nicht. Das könnte ein Grund sein. Aber wo haben wir eigentlich hier noch Platz? Davon könnten wir auch nochmal eins bauen irgendwo. Handelsschiff, ach, auch noch. Oh Gott, jetzt geht aber alles hier wieder auf einmal. Eieieiei. Ja, was kann man denn hier traden? 1000 davon. 3000 davon, nochmal 1000 hiervon. Nochmal 1000 hiervon und nochmal 1000 hiervon. Und hiervon auch nochmal 1000, wenn wir so viel haben. Und davon nochmal 3000. Und hiervon nochmal 100. Jetzt haben wir 8000 irgendwas, was wir hier in naja, sinnvolle Dinge umwandeln können. Haushaltstextilien. Haben wir ein paar von. Bausatz. Ich überlege gerade, die Bausätze brauchen wir, glaube ich, für das Haus-Upgrade, oder? Hauptsächlich. Das wird sich natürlich jetzt anbieten, einfach tonnenweise Bausätze zu kaufen. Und, dann mal hier eben kurz ein paar Häuser zu upgraden, weil dann können wir direkt mal testen, ob das daran liegen könnte, dass wir hier halt nicht, ja, so viele Menschen haben. Okay, 500 war zu viel. 450? Ich bin gerade echt zu faul, das nachzurechnen im Kopf, aber wer schnell klicken kann, ist ein Vorteil. So, das passt ja perfekt. Transaktion. So, weil dann können wir nämlich die Dinger gleich mal hier einsetzen und sagen mal hier mal ein bisschen so, ne? Ein paar Häuschen machen. Drei Bürger haben eine Seuche. Ja, dann ab zum Onkel Doktor. Jetzt haben wir noch zwei Leute eine Seuche. Aber ihr könnt das alles behandeln, ne? Ah, okay, haben sie schon. Perfekt. Perfekt. So. Wo ich das gerade sehe, wenn wir jetzt gerade eh schon Leute ein paar zu viel haben hier, dann können wir denen auch kurz sagen, dass die mal hier ein bisschen Zeug verkaufen sollen. Und zwar 200 davon, 200 davon. Die Möbel behalten wir, weil die brauchen wir ja. Eisenstatue, auch nochmal 200. Vom Feuerwerk auch nochmal 100 verkaufen. Dass die einfach mal so ein bisschen diesen ganzen Kram, was wir halt so viel haben, ne? Also ich meine, hier ist ja noch ein bisschen Kraft, ein bisschen Platz. Dass die einfach mal, ein bisschen von dem Stuff verkaufen, den wir hier zu viel haben. Okay, Kraut haben wir jetzt nicht mehr zu viel. Das haben wir nicht mehr zu wenig, das haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Hiervon könnt ihr nur locker 2000 mitnehmen. Also ich meine, gute Preis davor ist jetzt nicht so krass, aber Erze, hier haben wir auch viel von Lehm, Sand, Eisenerz. Silbererz hat auch einen guten Preis. Auch nochmal 200 mitnehmen. Hier auch nochmal 300. Und dann, was weiß ich. Gemüse. Noch mehr Gemüse hier. Chilischoten. Auch nochmal 1000. So, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall genug drin. Mit 20 Leuten. Okay, jetzt ist es schon wieder weniger geworden. 10 Leute können fahren, versichern, bilden. So, da schicken wir direkt mal eine Karawane los und dann gucken wir mal, ob die dann irgendwie ja, was Sinnvolles damit anstellen mit dem ganzen Cash, den die dann reinholen. So, als nächstes, jetzt fangen wir mal einfach mal hier irgendwo an, mal irgendwelche Häuser zu upgraden. Ich würde sagen, wir machen mal hier mal irgendwie so ein, ne? So, fangen wir einfach mal an, hier machen wir einmal so einen Streifen, machen wir mal ein paar Upgrades rein. Ich weiß gar nicht, von denen haben wir ja noch genug. Und dann gucken wir einfach mal, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise dann wirklich dazu beiträgt, dass den Leuten hier, ja, wir ein bisschen mehr Spaß aus Vögeln haben. Gar nichts gesagt. Dass wir dann halt sehen, ne? Ich meine, die wohnen halt hier alleine im Haus drin. Vielleicht muss man da auch einfach mal ein paar Leute aus den Häusern rauskicken. Weil dann das einfach besser ist oder so. I don't know. So, die zählen wir einfach mal dazu, dass wir hier mal so einen Block neue Häuser haben. Ich meine, da müssen wir einfach die Produktion von anderen Sachen hochkurbeln. Also ich meine, diese komischen
Diese komischen Dingsdinger, die stellen wir doch, glaube ich, sogar her hier irgendwo. Diese, wo sind sie? Oh, hier sind sie. Produktionslimit ist erreicht. Ah ja. An den Brettern am Stahl kannst du da nicht liegen, ne? Ah, 400. Wo ist der Stahl? Stahl. Dann erhöhen wir da auch mal die Produktion auch auf 500. Bei dem Brennstoff hier hinten, ja, da können wir sogar mal auf, weiß ich nicht, 1800 hochgehen. Hier gut, Lehm ist eigentlich auch, bis der Arzt kommt, das ist schon ganz hoch. Hier, das können wir auch mal auf 800 stellen, dass die einfach mal ein bisschen Jalla machen, ne? Meine Lampen haben wir, Laternen haben wir auch viele schon. Das lassen wir einfach mal so. So, was ist hier? Kein Arbeiter frei, okay. Kein Doktor frei. Das ist nicht gut. Wir brauchen einen Doktor. Hallo? Ist hier jemand? Wir brauchen einen Doktor. Schnell. Kein Doktor? Okay. Dann ziehen wir irgendwo einfach einen ab. Also ich meine, hier in der Karawanerei. Ach nee, 8 von 10. Sind schon 2 gestorben. Na super. Das ist voll gut auf jeden Fall, dass da schon welche gestorben sind. Das macht mich zuversichtlich. Bauarbeiterhütte, ich weiß gar nicht. Polizeihütte. Müssen wir da einfach mal einen abziehen und den dann hier reinsetzen. So, einen technischen Punkt haben wir erworben. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir den einsetzen wollten. Im Bildungsbereich, dass wir noch ein bisschen besser werden? Oder im Handelsbereich oder bei der Lebensqualität? Nein, Moment, ich wollte Möbel bauen. Wo war das? Verarbeitung. Ich weiß es nicht mehr. Wo war das denn? War das bei Lebensqualität? Oder Unterhaltung? Stress aller Bürger minus 10? Bau hier. Wo war das? Möbel. Möbelfabrik. Die wollen wir doch haben. Da wollen wir doch hin. Auf die Möbelfabrik. Keine Ahnung. Textilholz? Möbelfabrik und Luxusmöbelfabrik. Die machen wir einfach mal. Keine Ahnung, wo wir die hinmachen. Hier? Hier ist doch schön. Dann haben wir die da auch einfach mal beide. So, was haben wir jetzt hier für Kling-Kling-Kling-Kling-Kling? Hier werden jetzt gerade neue Häuser gespawnt. Das ist gut. Wieso bist du noch nicht? Eine Karawane aus dem Norden. Ja, mach mal. Hartholzwerkzeug. Das hat sich gelohnt. Okay, Bauvorräte sind auf jeden Fall gut da. Ihr dürft eure Produktion auch mal auf 500 erhöhen. Einfach mal, weil was geht einfach, ne? Wir machen einfach mal, was geht, ne? So, hier sind übrigens diese ganzen Seniorenwohnhäuser. Hier der Friedhof, der war doch eigentlich nur übergangsweise. Der kann doch mal wieder weg. Und dafür machen wir den dann mal hier vorne hin wieder, wo er eh schon stand. Und dann können wir nämlich hier gucken, ob wir hier mal die Wege anpassen. Dann machen wir hier nochmal so eine Seniorenwohnheim hin. Oder hier, was bist du eigentlich? Eine Schneiderei. Wo sind die restlichen Schneidereien, die wir haben? Textilien. Fortgeschrittene Schneiderei. Besitze ich ein Gebäude. Die kann doch eigentlich weg, weil die stellt doch nichts her, was wir nicht auch hier oben herstellen können. Oder was stellst denn du hier? Du stellst doch auch grobe Kleidung her. Ja, dann würde ich mal sagen, weg damit und die freigewordenen Kapazitäten setzen wir mal hier ein, ne? Das wird ein bisschen herstellen. Ich weiß gar nicht, hier sind diese komischen Seidenraupendinger, die wir nicht herstellen können, weil wir keine komischen Bären haben. Und diese Samen kosten ja irgendwie ein kleines Vermögen. Da sind wir ja dran, glaube ich, ne? So, hier ist eine leere Pension. Die machen wir dann da einfach auch mal weg. Die Mine, die könnten wir upgraden, um sie dann... Kann man die dann entfernen, wenn man sie upgradet? Ich weiß es gar nicht. Weil dieser Berg stört hier halt so ein bisschen. Minendepot. Boah, weiß ich gar nicht. Das macht vielleicht auch Sinn. Müssen wir mal gucken. Apropos, sind eigentlich hier oben unsere ganzen Minen sind alle mit Laternen ausgerüstet, ne? Und oh, hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, uns sterben die Leute weg. Kann das sein? Ich habe irgendwie das Gefühl, unsere Bevölkerung, die geht ein bisschen runter. Die stagniert auf jeden Fall. Die hat sich jetzt eher nicht mehr so. Ne? Also die Bewohnerzahl schwankt jetzt hier so ein bisschen. Bürger.
Müssen wir mal im Auge behalten, tatsächlich. Hier ist auch wieder keiner am Arbeiten. Super. Also sonst müssen wir halt mal gucken, was das hier sind. Sammelstationen. Die waren doch da, um diese Kräuter zu sammeln. Weißt du was? Die werden ja mal sowas von eingestampft jetzt hier. Also bis auf die eine vielleicht. Ja, okay, die eine da. Dann haben wir 28 Leute wieder plötzlich frei. Yippie-yay. Die können wir dann ja hier überall wieder zuweisen, dass die hier irgendeinen Scheiß machen, ne? 2, 2, 2, 2. Hier, guck mal, hier fehlt einer. Hier fehlt einer. Hier ist einer gestorben. Hier fehlt einer. So, wo waren wir in den Möbelfabriken? Hier. Hier, du brauchst Möbel. So, was kannst du herstellen? Luxusmöbel. Können wir nicht herstellen, also stellst du auch Möbel her. Okay. Macht ihr also beide. Schön. So, kriegt doch direkt beide noch hier so eine Verbesserung reingeworfen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Hier kriegt auch noch einen neuen Freund dazu. Was ist hier Phase? Hm? Es mangelt an Rohstoffen. Medizinisches Pulver, warum mangelt das? Hier sind doch Leute am Arbeiten. Ich will, dass das hier mal jetzt ein bisschen in die Gänge kommt. So, Schutzbunker hat keine Bedürftige oder so. So, hier ist auch wieder keiner am Arbeiten. Unglaublich. Das ist ein leeres Haus. Das ist Schimpfe. Wo ist da die Nachricht? So, der Friedhof ist weg. Der Kram hier ist auch weg. So, keine Ahnung. Sonst müssen wir die mal hier oben reinsetzen, die Leute in die Minen, dass wir hier wieder ein bisschen auf Geschwindigkeit kommen. Was ist hier mit dem Stein? Stein ist noch, Stein ist stabil. Kann das sein, dass wir ein bisschen Spielstein haben? Sondern eventuell demnächst wieder ein bisschen umstrukturieren. So, hier machen die Minen erstmal wieder auf jeden Fall voll. Das da erstmal wieder, weil das ist halt ihr Rohstoff, da kriegen wir halt den ganzen Stuff her. Ja, und da war es dann auch schon wieder vorbei mit dem Stuff und den Menschen und dem Rohstoff. So, wie kriege ich diesen Berg hier? Wie weit kriege ich den weg? Kann ich den... Na, ich kann den wegmachen, dass das nur noch da steht. Cool. Cool, cool. So, Platz geschafft. Sehr schön. Vielleicht mache ich die Pension auch dahin. Ist ja so ein komischer Weg auch wieder, ne? Pflastersteinstraße, machen wir da mal draus. So, das war hier unsere. Das ist, glaube ich, auch gar nicht richtig, dass das hier dieser Weg ist. Das war hier, ne? Wir wollen ja hier diese quasi so Highways haben, ne? Warum darf ich das jetzt nicht machen? Hä? Spiel? So, habe ich das schon markiert. Okay. Okay, habe ich nichts gesagt. Habe ich nichts gesagt. Habe ich nichts gesagt. Nichts gesehen. Nichts getut. Nichts getut. Nichts getan. Nichts gesehen. So, hier. Machen wir mal dann demnächst die Wege frisch. So. Das hier ist ja eigentlich auch mittlerweile jetzt nicht mehr unbedingt kein Main-Weg, aber man kann das hier dann auch mal einfach auf Dauer gesehen hier mal anpassen. Soll hier auch mal die Verbindungsstraßen dann schneller haben. Gerade auch nach hier oben natürlich, ne? Soll die dann auch mal zumindest einen oder zwei von denen mal, ne, zu schnelleren Straßen ausbauen. Hier ist auch noch so eine Kackstraße hinten. Macht das alles mal hier richtig schön hier mit schnelle Straßen. So, das dürfte jetzt mal wieder ein bisschen helfen. So, jetzt next problem. Das hier ist das Fehlen der Seide. Hier kommt irgendein Holz raus. Happiness Maintainer. Habe ich irgendwas geschafft? Ist irgendwer happy? Weiß man nicht. Hier sind auf jeden Fall wieder Leute gestorben oder nicht mehr vorhanden. Schon wieder. Dann auf einmal so viele noch. Na toll. Hier oben sind auch wieder ganz viele weg. Okay, da müssen wir jetzt hier nochmal ein paar Leute aus der Mine doch wieder rausholen. Vielleicht tun wir hier auch mal die Produktion ein bisschen drosseln. So, hier ist keiner drin. Hier ist keiner drin. Hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Hier ist einer drin. Hier ist auch gerade keiner drin. Ja, müssen wir mal schauen. Stress der Bevölkerung, aha.
Technologie, Verwalter, Gebäudebuff, Ernährung. Vielleicht gefällt dir die Ernährung nicht. Vielleicht müssen wir dir mal ein paar mehr hochwertigere Nahrungsmittel zubereiten. Kann man hier noch irgendwas anderes machen? Nicht wirklich. Naja, wir werden es rausfinden. In nächster Folge geht es dann weiter. Und ja, dann schauen wir mal, was denn hier unsere Luxusmöbelfabrik so krass zu bieten hat. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.